Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Kampagne 2, Mission 2. Ja, wir haben in der letzten Folge ja hier die Tinos in das Gehege wieder zurückgetrieben. Jetzt habe ich bloß das Problem, wie zur Hölle kriege ich diese Scorched Earth hier, die wir hier so schön sehen, dazu, dass ich die verändern darf. Weil ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich kann hier so schöne Sachen aufstellen, die sind... Ich weiß nicht zur Hölle, weil ich muss ja einen von denen sicher reparieren. Er sagt ja, habe mindestens 2x3 Betriebsbereit. Ich will jetzt mal nur eine Theorie testen. Meinst du Betriebsbereit so? Dann würde ich mich killen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ha, das würde mich so ärgern. Warum eigentlich? Warum sollte ich da noch einen? Also warum sollte ich noch einen bauen? Das sind Sachen, die dann wieder ganz verwirrend sind am Ende. Wenn wir die Gesundheit der Tiere ernst nehmen wollen, brauchen wir eine paläomedizinische Anlage. Kümmere ich mich drum. Je gesünder sie sind, desto zufriedener werden die Saurier auch sein. Gut, okay, also bauen sie eine paläomedizinische Anlage hier. Wir rotieren die. Im Wasser. Ich bin ja gespannt, was sie vorhaben hier. Wenn ich jetzt nochmal das Ganze von vorne machen kann, dann kriege ich einen Anfall. Weil, also, ich habe mir nochmal die Revue passieren lassen, was in der letzten Mission so passiert ist. Und ganz ehrlich, ich fand, das war nichts mit wirklich so, oh, Story, oh, cool. Sondern das war halt irgendwie einfach nur, was für eine Mission fällt uns ein und was kann so ein Mensch einfach machen, ohne dass es ihn dauernd stört. Alle infizierten Saurier, alle verwundeten Tiere behandeln. Ich warte noch. Aufgabe hinzufügen. Aufgabenplätze voll. Warum ist... Ich baue das Ding und es hat erstmal keinen Treibstoff. Hä? Tabulator, muss ich das erforschen? Muss ich. Es ist so geil. Können wir Tuberkulose auch gleich noch erforschen? Einfach so für Notfälle. Saurierverbrennung ersten Grades. Achso, ja, da sind wir eh schon dabei. Thank you.
Oh nein. So, Leute. Ich hab gedacht, du bist fertig. Ich werde gleich mal das MUV hier auch zu. Ich will den Dreadnought nicht, ich will den Ranger posten. Und mein MUV hier gleich hinzufügen. Weißt du was? Das mache jetzt einfach ich. Direkt Steuerung übernehmen. Let's go! Map, map, motherfuckers! Nein! Zielmodus. Komm her, deine Rauchvergiftung muss noch behandelt werden! Krieg dich! Hab dich! Kuckuck! Ups! Getroffen! Entschuldigung! Ich will nur deine Kollegen behandeln. Alles gut. Feuer frei! Bleib stehen, Mensch! Maximale Gesundheit erreicht. Kuckuck! Oh! Du auch! Nimm die Medizin an, Mensch! Einer fehlt noch. Au! Lasst mich durch. Da hinten. Ich werde dich noch finden, du Sau. Wo bist du? Der hat sich in den Wald zurückgezogen. Ich sag's euch. Bist du krank? Medizinisches. Cool. Diagnose gestellt. Warum habe ich eine Vermutung, dass es nicht so geht? Dass genau der Riese jetzt. Anders war Betäubung und Transport zu einem. Das mache ich. Wo ist mein Heli? Direktsteuerung anfordern. Halt das Boot still! Bringt ihn zu Fall! Bringt ihn zu Fall! Und gute Nacht. So. Leute, wir können nicht behandeln. Ja, bitte. So, kann ich jemanden schon vielleicht... So, wo ist der Heilpeil, der mir gerade Probleme macht? Personaloption entlassen. Ich brauche eventuell was mehr wie du. Oder du. Wo kommen denn jetzt die ganzen feinen Feinis? Oh, guck mal, der ist ja... Interesting. Ich rekrutiere dich. Gut.
So, fangt den Freund mal ein, bitte. Wie sieht es eigentlich mit unseren Finanzen aus? Gewinn. Schicke Sache. Gewinn finde ich immer gut. Ich muss echt sagen, ich bin gespannt, wie der zweite Teil ist. Der erste regt mich innerlich immer noch so ein bisschen auf. Von mir dann kam irgendwie, was war 70 Dinos? Und ich mir einfach nur so gedacht habe, für was? Also, warum soll ich das machen? Wissenschaft dazu werden. Schau mal. Jetzt brauchen wir viel weniger, weil ich habe hier den schon mit Wipf. Und dann so und so. Und dann wirst du behandelt. Dann kommen die Roboter, weil wir brauchen gar nicht die Mitarbeiter. Die schauen nur zu. Die lernen nur von dir. Deswegen müssen sie so gut ausgebildet sein. Kann ich mich eigentlich so rein theoretisch da einfach reinstellen? Oh, machen wir mal das Kuh hier aus. Hallöchen. Oh, das ist doch mal ein Foto für die Freundschaft, du. Komm ich hier nicht raus? Oh, no. Ich habe mich jetzt selber gerade eingesperrt. Hupsi. Kann ich hier eigentlich rein? Das ist wieder schade. Da würde ich mich... Ich würde sehr gerne in diesen verbrannten Bereich gehen. Einfach dieses Bild... Wow. Der Freund schießt da durch, aber okay. Da. Okay, wie schaut's aus? Ich habe mir den Ort angeschaut. Wenn wir das verbrannte Buschwerk räumen, kann sich der Boden erholen und die nötige Vegetation wiederherstellen. Das ist deine Spezialität, Ellie, oder? Ja. Ja, Owen, ich bin Paläobotanikerin und Pädologin. Ich muss fragen, wieso Pflanzen? Findest du nicht, dass Saurier aufregender als Farne und Efeu sind? Ich rette gerne Leben. Alter, schaut euch dieses Bild an. Finden wir in der Erde. Dieses Kind. Das ergibt Sinn. Ist wohl einfacher. Eher voll gut, sie... Nun, wenn es um Pflanzen geht, mache ich keine Fehler. Aber warum darf ich jetzt... Jetzt darf ich alles auswählen, oder war das einfach Absicht? Weißt du, wie viele dieser Pflanzen für die Saurier giftig sind? Gut, die Hälfte. Woher wissen die Saurier das? 65 Millionen Jahre Evolution. Und vermutlich ein Saurier mit richtig viel Pech. Oh, okay. Einer? Was müssen wir also als nächstes tun? Verbrannte Vegetation wegschaffen. Tschö, alles ist doch jetzt... Ich finde es sehr schön und nett, dass du sozusagen aufräumen musst. Wo ist die Herausforderung hinter? Ich muss jetzt 4 verbrannte Erde entfernen. Für? Für was? Für nix? Oder einfach, dass man denkt, dass die Mission hier länger dauert. Entschuldigung, weil ich jetzt gerade ein bisschen kritisch bin, aber... Leute, wie viel kostet das Game? Nur die Grundversion? Ehrlich, ich weiß es nicht. Oder ich weiß es nicht mehr. Aber die Frage ist eher, will ich es wissen? Aber auf eine gewisse Weise ist das schon der Hammer. Okay. Wir brauchen alle auf Zack. Verstanden. Wann kommen denn die Saurier von der Naturschutzbehörde an? Jede Minute eigentlich. Ja, insgesamt sind unsere Gehege in erfreulich gutem Zustand. Und die Transportteams sind wieder im Dienst. Es kann losgehen. Gut, denn bald wird es hektisch. Diese Tiere brauchen uns. Und dank uns lebt das Tal wieder auf. Schritt 1. Alle neuen Saurier müssen in Gehege gebracht werden. Schritt 2. Bei Schritt 1 nicht fressen lassen. Ich denke, der Gesundheit wegen müssen alle Tiere von der Naturschutzbehörde vom Rest abgesondert in Quarantäne bleiben. Sonst riskieren wir, dass sich virale Infektionen ausbreiten. Tja, das ist ja noch nie vorgekommen. Gib mir mal 2 Minuten, bitte. So, nur mal kurz zum Rekapitulieren. Das ist noch nicht mal fertig. Ich habe dieses kleine Eck hier gerade bekommen. Und die wollen instant. Oh, es tut dem Hirn weh. Oh, es tut irgendwie mir weh einfach.
Also, ja, okay, man kann es verstehen, aber why? Man kann doch auch noch ein paar 1-2 Minuten warten, bis ich das hier fertig mache. Weil ich muss jetzt erstmal hier kurz ein Gehege aufbauen. Damit ich dann vor allem Carnotaurus annehmen kann. Also nichts gegen das Spiel teilweise, aber teilweise habe ich das Gefühl, die hatten keinen Plan, was sie für eine Story entwickeln sollen. Und haben einfach drauf losentwickelt, als ob es kein Morgen gäbe. So, meine Quarantänestationen sind ready hier. Wir machen mal den Boden grün. Was halten wir von ein bisschen Ziersträuchern? Fürs Erste. Ein bisschen Zierstrauch. Dann ist es schon mal wieder grüner. Und dann machen wir hier hinten so einen kleinen Hups, ein bisschen kleinen Pool. Gut. Eventuell den kleinen Pool hier wieder verkleinern. So, ups. Den Fluss wollte ich schon haben. Und dann gibt es natürlich für beide noch so einen auch kleinen Wald. Die müssen ja dann nur in der Quarantäne fürs Erste bleiben. Von daher hoffe ich mal, dass das einfach passt. So. Jetzt haben wir noch 2 Minuten, bis der Zaun fertig sein muss. Das Carnotaurus-Gehege hier drüben müsste dann auch fertig sein. Ich gebe den Carnotaurus jetzt mal ein bisschen Wald. Und Grünzeug. Einfach mal so eine wilde Mixtur an Zeug. Saurier transportieren. Wie? 5 Stück? Habt ihr... Anzahl 2 Stück. Wald. Produkt in der Luft. Es tut mir echt leid, es ist ein sehr, sehr kleines Gebiet, aber es ist nur für die erste Zeit. Danach ist alles wieder vorbei. Einsam und was braucht er? Der braucht wahrscheinlich wieder Beute, ne? Genau. He needs some Beute. Was fehlt ihm noch? Warte mal. Leute, ganz ruhig. Ich soll die Zeit wieder runterdrehen. Das wird ja jetzt gerade richtig stressig. Normale Zeit. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mehr Sand. Ja, du hast den Wald noch nicht entdeckt. Und mehr Wasser. Dann machen wir es doch ganz simpel. Wir machen hier einen Tümpel hin. Den machen wir sandig. Transport abgeschlossen. Produkt zugestellt. Du hast den Wald bis jetzt noch nicht entdeckt. Jetzt wart doch einfach mal ab. Hier vorne kommt so ein bisschen lockerer Wald. Jetzt ist er zufrieden, gut. Zu wenig Früchteboden. Bestätige Produktzustellung. Zu wenig Blätterboden.
Ja, okay, ich habe hier ein sehr geringes, kleines Gehege gebaut. 6. Wenn ich das aufmachen kann, ist alles vorbei. Nö. Warum war es klar, dass genau das passieren wird? Oh. Die Ankylos müssen als erstes beobachtet werden, bitte. Sieh dir das an. Was für eine Verwandlung. Bemerkenswert. Das erinnert mich daran, warum ich das alles überhaupt mache. Ich frage mich noch immer, was mich zu diesem Moment geführt hat. Idealismus? Das ist nichts Schlechtes, Claire. Ist eigentlich großartig. So als Motivation. Du hast recht. Also was noch? Wir müssen die verletzten und kranken Tiere von der Naturschutzbehörde behandeln. Also das klingt wie ein Job für eine Idealistin. Wurde vorhin gekannt, Tollwut. Wähle Saurier aus, um herauszufinden. Fotografieren. Jetzt geht das wieder los. Wo ist das Fahrzeug? Direkte Steuerung. Aus dem Weg! So, Forschung. Tollwut. Irgendwie erinnert mich die Mission ans letzte Mal. Es hat irgendwie sowas sehr Bekanntes. Kranke Saurier verbleiben. Lass mich raten, sie haben alle Tollwut. Ich sehe ein Muster. Wo ist das MUV? Ich hol's mir gleich wieder. Ich sag euch, ich muss hier gleich original einfach alle 11 wieder abschießen. Es ist so dumm. Es ist so... Aha, eintönig. Die erste Mission fand ich um Wesentliches cooler, wie das... Also die erste... Ding. Die erste... Ah, jetzt sag schon. Die erste Kampagne. Nein, nicht. Ich will, mich interessiert doch nicht. Ich will die behandeln. Lass mich auf die draufballern. Los geht's. Erfüllen wir die Dino-Jagd. Rotten wir die Tollwut aus. Ich mach euch platt. Ich sag's euch. Haut mich bloß nicht in euren Stegeln. Ich hab keinen Bock drauf. So, Cher, ihr seid schon gesund. Jetzt brauchen wir nur noch die anderen Hyperpies. Wo sind sie denn? Gewehr im Anschlag. Feuer. Hab leider nicht getroffen. Jetzt seid ihr getroffen. In das Arschloch. So. Komm raus aus dem Wald hier. Lauf doch nicht weg. Wollt ihr nicht gesund werden? Wuhu. Wo ist hier noch so ein roter Punkt? Au, oh, au, au, au! Wo bist du? Ich sehe deinen roten Punkt. So, jetzt sind es nur noch 2. So, die müssten da vorne sein. Die
Na kommt, wo seid ihr? Das sind jetzt natürlich die gefährlichsten, weil natürlich Kernotauren. Das muss nicht ein Spaß sein, aber ich sehe sie schon. Treffer. Moinsen! Ich weiß, ihr habt Lust auf Fleisch, aber nicht bitte bis mich anbeißen. Ich will eure Tollwut mal kurz hier rausholen. Dankeschön. Räume, Alter, jetzt werden sie aber echt. Räume alle. Manchmal erstaune ich mich selbst. Manchmal? Was heißt, ich wundere mich manchmal, wie ich all das überlebt habe. Das tun wir alle. Aber konzentrieren wir uns auf die Anlage. Jetzt, wo sie erneuert ist, müssen wir sie auch warten. Was, wenn wir den Zustand. Oh, warte mal. War da nicht was mit. Krankheitsfrei halten? Den Ankylos? Sollte es getan sein. Oh, den Stegos? Ich wusste nicht, ob wir den Ort je unter Kontrolle kriegen. Können wir das einen Erfolg nennen? Solange es die Saurier bequem haben? Denke Gut. ich schon. Dann ist es Zeit, das System zu testen. Sicher gehen, dass es stabil und lebensfähig ist. Saurierkomfort und Sichtbarkeitswerte hochhalten. Das ist die oberste Priorität. Das und... Und nicht gefressen werden. Jupp, ich weiß. Ich weiß. Also, wie geht es voran, Ellie? Keine Isla Nublar, das ist sicher. Das ist etwas, wofür wir dankbar sein können. Ich meine, die Bedingungen hier bei Biosyn sind fordernder. Klima, Biodiversität, Mangel an natürlichen Barrieren, das alles kommt zusammen. Da hast du recht, aber... Haben Widrigkeiten dich je aufgehalten? Nein, aber das macht es immer schwieriger. Wir können uns keine Fehler erlauben. Sonst war alles umsonst. Nun, das wollen wir natürlich nicht. Aber du machst das schon. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der Probleme erkennt und löst wie du. Wirklich? Wirklich. Schmeichelei, Dr. Grant? Nein, nur die Wahrheit. Aber... Bitte. Jede Spur verbrannter Erde muss weg. Die Überreste der grausamen Vergangenheit müssen getilgt werden. Endgültig. Dann fangen wir genau da an. Und zwar gemeinsam. Okay. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also... Bis dann. Ciao.